Ich bin der Daniel. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, neues Gesicht hier auf dem Kanal. Wie kommt es dazu? Ich habe den Heinz kennengelernt über Aviation Hero, besser gesagt über die BZF Mastery. Und der Heinz hat mitbekommen, dass ich als Filmregisseur tätig bin und hat mich gefragt, ob ich denn Lust hätte, meine persönliche Pilotenausbildung zu verfilmen. Und das mache ich jetzt hier. Ich nehme mich jetzt mit auf meine ganz persönliche Reise. Jetzt geht's los. Bleibt dran. So, guten Morgen. Oh, ich bin jetzt gerade noch beim Bäcker gewesen. Es ist 7.30 Uhr. Habe mir noch was zu essen geholt. Heute geht's los zu meiner zweiten Flugstunde. Die erste Flugstunde hatte ich schon, davon erzähle ich euch später nochmal. Und zwar fahren wir nach Eckenfelden, nach EDME. Das ist mein Flugplatz, wo meine Flugschule ist. Also es ist nicht mein Flugplatz, der gehört mir jetzt nicht. Aber da ist meine Flugschule. Ich würde sagen, wir fahren jetzt einfach mal los und dann erzähle ich euch, was heute so ansteht, was ich bisher so gemacht habe. Alright. Ich bin hier in irgendeinem kleinen Dörfchen gelandet gerade. Auch mal ganz nett, wenn man was von der Welt sieht. Ja, was habe ich jetzt bisher erlebt? Ich will euch das jetzt mal kurz chronologisch zusammenfassen, was ich bisher alles gemacht habe und was ich durchgegangen bin. Also grundsätzlich will ich schon seit über 10 Jahren die Privatpilotenlizenz machen, den Flugschein machen. Und ich habe mich in der Zwischenzeit immer mit Flugsimulatoren beschäftigt, um einfach ja, für mich herauszufinden, ob das wirklich das ist, was ich mal machen will. Ich wollte früher als Kind immer Pilot werden, bin aber im Endeffekt dann ja in der Filmbranche gelandet. Natürlich war es finanziell auch so eine Sache. Also man kann ja jetzt nicht einfach so mit den Fingern schnipsen und sagen, ja, jetzt mache ich mal einen Flugschein. Also man muss sich ja auch im Klaren sein, dass das ja schon einiges an Kosten mit sich bringt. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann den Heinz auf YouTube gesehen, beziehungsweise den Kanal Aviation Hero. Habe ein bisschen durchgeguckt, was da alles gibt. Und dann habe ich die Aviation Hero Community entdeckt und habe mich dann natürlich gleich angemeldet. Und ich muss sagen, das ist echt ein mega geiler Platz, um sich auszutauschen, um von anderen Leuten Erfahrungen zu bekommen, was sie gemacht haben, wie sie es angegangen sind. Ich habe da auch schon selber einige Fragen gestellt und kam irgendwie dem ganzen Flugschein- oder Fluglizenzthema immer näher. Bei mir war dann im Endeffekt eigentlich nur noch die Hauptfrage, wie gehe ich es an? Mache ich Ultraleichtschein, also UL, Flugsegler, also LAPL oder PPL? Und irgendwie bin ich ein Freund davon, es wenn dann gleich richtig zu machen, weil man will sich ja am Ende auch alles offen halten in der Zukunft und deswegen habe ich mich dann für den PPL entschieden. Ich wollte aber jetzt nicht direkt mit dem PPL einsteigen, sondern ich habe erstmal überlegt, wie kann ich es mir möglichst entspannt machen, sodass ich nicht 1000 Prüfungen gleichzeitig schreiben muss. Und da habe ich dann von Aviation Hero die BZF Mastery gebucht, dass ich da praktisch erstmal mich um das Thema Funken kümmern kann. Das heißt, ich habe den Kurs komplett gekauft von der BZF Mastery, wo man wirklich eine sehr schöne Videoaufbereitung hat mit, ja, eigentlich wie ein Theoriekurs, der online stattfindet, mit sehr schönen Grafiken und Animationen und auch mit sehr vielen guten Zusammenfassungen. Da habe ich mich dann praktisch für die BZF 1 und 2 entschieden. Das ist praktisch die Lizenz, die man bei uns benötigt, um in der Luft funken zu können. BZF 2 steht für den deutschen Flugfunk und BZF 1 steht für den englischen Flugfunk. Da war es mir einfach wichtig, dass ich auch international einfach alle Wege offen habe. Es war am Anfang sehr krass. Ich dachte echt, das schaffe ich niemals. Wie ich das gesehen habe, was man da alles lernen muss und was man vor allem auch irgendwie im Unterbewusstsein dann an einer neuen Sprache eigentlich können muss. Aber es ging dann doch relativ schnell. Da gibt es dann praktisch noch Live-Trainings,
Grüße hier bei an Lukas, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Der macht die Live-Trainings aktuell bei der BZF Mastery. Und das war dann mega cool, weil da hatten wir dann eine kleine Gruppe an, es waren das 4 bis 5 Leuten immer jeweils. Und wir haben dann einfach mal so getan, als würden wir zum Beispiel von Bremen nach Hamburg fliegen. Düsseldorf Ground, Delta Echo, Lima Yankee Yankee, Request Taxi. Delta Yankee Yankee, Düsseldorf Ground, hallo, Taxi to Holding Point, Lima 4, Runway 23 Left. We are Golf 1 and Mike. When ready for departure, contact Tower 118.305. Delta Echo, Lima Yankee Yankee, Taxi to Holding Point, Lima 4, Runway 23 Left. Wire Golf 1 and Mike will contact at Düsseldorf Tower 118.305. Genau, wenn abflugbereit war gesagt, ne? Also when ready for departure contact. Ah, okay. 305. Okay, yep. Da hat man natürlich am Anfang einige Fehler gemacht, aber der Lukas hat das richtig gut erklärt und die Fehler auch gut aufgearbeitet und am Ende war das eine richtig coole Sache. Also ich habe mich dann richtig wohl gefühlt in der Gruppe. Dann war das irgendwann vorbei. Dann gibt es ja noch dazu noch kostenlose Refresher-Termine. Da habe ich jetzt zum Beispiel heute Abend auch nochmal einen. Den werde ich mir auch nochmal zu Gemüte ziehen. Und dann habe ich schon die Prüfung am nächsten Mittwoch oder sowas. Und ich bin gespannt, ob ich es schaffe. Ich hoffe, ich schaff's. Aber ich fühle mich eigentlich ganz gut. Man lernt nebenbei noch mit einer App. Bin auf jeden Fall sehr überzeugt, dass der Kurs mir sehr geholfen hat und kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen und vor allem die Aviation Hero Community an sich auch ans Herz legen. Also es ist kostenlos, diese Community, meldet euch da auf jeden Fall an. Es gibt keinen besseren Ort, zumindest soweit ich weiß, um sich in einer modernen Art und Weise auszutauschen mit Umfragen und mit allem drum und dran. Dann stand natürlich bei mir auf der Tagesordnung, eine Flugschule zu finden. Und da wird es dann interessant, weil ich habe überhaupt nicht gewusst, wo ich meine Ausbildung machen soll. Also ich habe überlegt, ob ich es bei mir in Salzburg machen soll, ob ich es in München machen soll, ob ich es in Mühldorf machen soll, in Innsbruck machen soll oder in Eckenfelden machen soll. Und ich habe in meiner BZF Mastery im Kurs, in den Live-Trainings, den Sascha kennengelernt. Grüße an den Sascha, falls du es gerade siehst. Mega netter Kerl. Und der macht in der Flugschule in Eckenfelden seine PPL-Lizenz gerade. Und wir haben in etwa so dieselben Ziele. Ich würde gern IFR-Lizenz machen, ich würde Nachtflug-Lizenz machen und so weiter und so fort. Und vielleicht auch noch Multi-Engine-Pisten, also mit mehrmotorigen Maschinen fliegen. Das steht alles noch in den Sternen, aber der Sascha, der hat so die ähnlichen Ziele. Und dann dachte ich mir, Mensch, ich gehe einfach auch zu der Flugschule Eckenfelden, dann lerne ich den Sascha persönlich kennen und der Fluglehrer wurde auch sehr empfohlen vom Sascha. Ja, und somit habe ich mich dann eigentlich für die Flugschule in Eckenfelden entschieden, das Flight Team Engel. Da habe ich einen sehr coolen Fluglehrer, den Johannes. Der hat mich dann gleich von A bis Z an die Hand genommen. Und dann haben wir eigentlich die erste Flugstunde ausgemacht. Und ja, ich sag's euch, die erste Flugstunde, die war mega geil. Also ich war mega aufgeregt, ich habe mich mega gefreut. Ich habe, glaube ich, echt 3 Tage davor nicht schlafen können. Aber es war ein mega geiles Gefühl. Ich bin ja sehr viel Simulator geflogen in den letzten 10 Jahren, wie ich gesagt habe. Und es war einfach geil, dann wirklich mal mit einem echten Flieger zu arbeiten. Ich habe dann vom Johannes alles gezeigt bekommen. Ich durfte den Flieger komplett alleine von A bis Z anlassen, alle möglichen Knöpfe kennenlernen und auch benutzen. Und dann durfte ich auch wirklich selber starten schon. Das war schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Wir hatten mega viel Turbulenzen an dem Tag. Und dann sind wir ein bisschen in der Luft rumgeflogen. Ich habe einfach mal den Flieger kennengelernt, ein erstes Gefühl bekommen.
Und dann sind wir auch nach ein paar Flugübungen, nach einer Stunde ungefähr, wieder gelandet. Ich durfte auch selber den Landeanflug machen und landen. Mega geil. Also war auch echt, bin echt zufrieden gewesen mit meiner ersten Landung. Mal sehen, wie es heute wird. Und mir war aber dann tatsächlich danach ein bisschen schlecht. Ich weiß nicht, ob es von den Turbulenzen kam, ob ich so fokussiert war auf die Instrumente. Ich hab auch nicht wirklich was gegessen oder getrunken im Vorhinein. Vielleicht war das der Fehler. Vielleicht könnt ihr mir sagen, wie ihr euch, falls ihr schon fliegt, vor dem Flug ernährt. Genau, das war meine erste Flugstunde. Ich würde sagen, ich fahre jetzt einfach noch mal ein Stückchen. Und wenn ich dann angekommen bin, dann zeige ich euch den Flieger. Und genau, bleibt dran auf jeden Fall. Wir sehen uns gleich. Ja, Wetter sieht hier gerade nicht so geil aus. Ich hoffe, dass wir überhaupt fliegen können. Hier rechts wäre jetzt der Flugplatz zu sehen. Aber ja, kommt schon die Sonne raus. Wird schon. So. Jetzt sind wir schon da. Ich sehe schon den Johannes. Der bereitet da drüben schon den Flieger vor. Gleich mal rüber zu ihm und dann schauen wir mal, ob es gleich losgeht. Da steht sie, die gute Delta Echo Sierra Uniform Whisky. So, jetzt sind wir da. Professional. Servus, hi. Grüß dich. Hi. Alles gut? Ja, bei dir auch. Top soweit. Wir haben noch ein bisschen Nebel drin stehen, wenn du schaust. Ja, hab schon gesehen. So, wir haben jetzt gerade unseren Flieger, mit dem wir trainieren, mal aufs Vorfeld geschoben. So sieht er aus. Das ist eine Tecnam P2002, soweit ich weiß. Und ja, wir machen jetzt mal ein paar Outside-Checks und dann melden wir uns gleich wieder. Wieder an beim Öl. Ne, Motor haben wir letztes Mal schon durchgesprochen. Wir gehen es mal kurz durch. Ne? Wie gesagt, eine Tecnam P2002. Baujahr 2011, wenn mich nicht alles täuscht, 2012, da können wir noch mal genau nachschauen. Eigentlich ein super Schulungsflieger. Wir haben Leergewicht von 398 Kilo, Maximum Takeoff von 600 Kilo. Okay. Ja, ich meine, wir beide sind schlank. Ne? Ja. Der Daniel kohlt jetzt einmal, bis es gluckert. Ja, weil du eine Trockensumpfschmierung hast. Mhm. Und aufgrund der Trockensumpfschmierung hast du ein Ölreservoir, aus dem dann aktiv was rausgepumpt wird in den Motor. Dementsprechend natürlich ist es nicht wie bei einer Nasssumpfschmierung, dass sich das unten drin sammelt, sondern du musst es wieder aktiv zurückdrücken aus dem Motor in dein Reservoir. Okay. Und das machst du jetzt mit dem. Schön sportlich gleich heute mal. Ja, ja. Sparen wir sich das Fitnessstudio. Morgensport ist nie verkehrt. Jetzt oder? Ja. Beim Abgas wäre das blau. Ah, ja. Ja, Abgas wäre blau, da würdest du richtig gut sehen, wenn sich Wasser absetzt. Okay. Also, wir haben jetzt hier Mo-Gas drin. Oder? Genau. Okay. Genau. Das ist im Prinzip wie Super Plus. Mhm. Und du siehst, du hast jetzt hier eigentlich keine Schwebstoffe. Okay. Ja, das ist ganz clear. Sehr gut. So. Das ist dann. Flugvorbereitung haben wir gemacht. Wir haben uns alles angeschaut, oder? Von genau. Lizenztauglichkeit, Ausweis. Vorhanden bei dir? Ist vorhanden? Ja. Meine ganze sowas? Ja, weiß ich nicht. Eigentlich habe ich mir das gekauft in Tschechien. Okay. Jo, dann schaust du erstmal raus. Komm frei. Ja. Dann.
Und dann? Engine drehen. Legen wir los. Arcing Brake Release, genau. Brake. Dann die Bremsen rein. Deine Hand ans Gas und let's go. Genau, gleich schon die Brakes checken. Jawohl, passt. Ja. Checking my side. Ja, Brakes checked. Und dann geht's nach rechts. Schon ein bisschen Gas raus. Nein, das wäre ein Flieger da drüben. Die Seneca? Ja. Ja, die ist cool. Der habe ich mein MEP gemacht. Ja? Ja. Also nicht auf der identischen, aber auf dem Muster halt. Das will ich auch irgendwann machen. Mal machen noch. Kommt alles, Daniel. Ja. Schauen wir mal, ob ich das mit dir noch schaff. Ja, du, ich bleib hier noch länger. Also auch wenn ich dann auf der Linie bin. Okay, na, checkst du rechts, links frei, dass keiner kommt. Passt? Ja. Und hier dürfen wir jetzt über den Rollhalt, weil wir nur den Taxiway benutzen. Also wir fahren. Also wir rollen jetzt links rum. Ja. Dann schaust du mal auf deine Instrumente. Ja. Ja. Turning. Steady. Ja. Turning. Ja. Und der turnt nicht, out of service. Jo, jo. Sehr schön. Ja, richtig sunny jetzt geworden. Ja. Können wir es genießen heute. Steady Exterior, Rollhalt 1508, Echo ist abgefahren. Genau, versuchst dann wieder mit dem Seitenruder zu lenken. Machst du eh gut, bist schön auf dem Strich. Ja, ja, die Flugsimulator-Erfahrung. Ja, man merkt's. Ja. Auch wenn es kein Airbus ist. Ja, ich flieg halt immer Airbus, das ist das Problem. Müssen wir dir einen Airbus kaufen, oder was? Ja, ja, vielleicht können wir zusammenlegen. Können wir zum nächsten gebraucht? Zum nächsten, ja. Gibt's gebraucht? Das wäre für mich auch gut wegen Equipment, weil dann da mehr Platz wäre. Okay, ich setze den Parkbrake. Dann während dem Rollchecklist Bremsen geprüft. Ja. Richtungssteuerung geprüft. Horizont geprüft. Kurskreisel geprüft. Das ist der Kurskreisel, oder? Das ist der Kurskreisel. Ah, das ist der Kurskreisel. Aber der hat im Prinzip eine gleiche Funktion wie der Magnetkompass. Ja, und die Richtungssteuerung wäre was? Das ist einfach, dass du mit dem Seitenruder lenken kannst. Okay. Turn Coordinator geprüft. Dann out of service. Dann während den Rollen Checklists komplett. Genau. Dann vor dem Start Engine Run-Up Checklists. Parkbremse ist gesetzt. Ja. Yep. Kraftstoffpumpe ist ein. Ja. Yep. Landeklappen. Die checkst jetzt einmal ganz durch. Ja. Bis sie auf Full sind. Dann wieder einmal ganz hoch. Dann schaust auch bei dir raus. Meiner Seite fahren sie gut. Das passt. Bauen wir es wieder ein. So wichtig, dass die symmetrisch fahren, ne? Wenn du Flaps hast, die asymmetrisch fahren, dann hast du in der Luft auch ein Problem. Ja. Ja, dann fahre ich die auf Start. Dann auf Takeoff. Okay, schaut ganz gut aus. Jo. Dann Landeklappen gesetzt. Gashebel 1600 RPM. Okay. Dann Motor, RPM, Öldruck. Ist grün. Die Oil Temperature ist noch ein bisschen im Gelb, das ist normal. Beim Rotax, der wird so sonst nicht warm. Zylinderkopftemperatur, die ist grün, ist wichtig. Dann Zündschalter. Genau, jetzt prüfen wir die Magnete. Machen den Magnetcheck, weil du ja zwei Zünder jetzt pro Zylinder hast. Ja. Du prüfst jeden Kreislauf einmal. Das heißt, zweimal rüber auf die rechte, auf dem rechten Magnet. Dann schaue ich auf die Drehzahl. Und schaust, ob die Drehzahl fällt, ne? Ja. Okay, fällt um 50. Ja, das ist noch im grünen Bereich. Das gell? Ist gut, genau, zwischen 50 und 120. Ja, dann mache ich wieder both, oder? Genau. Und steigt wieder, 50. Ja. Dann nur den linken. Fällt um 50. Ja, sehr gut. Dann gehe ich wieder auf both. Gehst wieder auf both, genau. Ja, sobald du siehst, dass es fällt. Ja, Zündschalter geprüft. Genau. Vakuumanzeige. Haben wir nicht mehr drin, die war hier drin. Aber nachdem wir jetzt hier zweimal die Gefühle brauchen wir da nichts mehr. Das ist ja nicht schon unnötig.
Dann Vergaservorwärmung. Ziehst du einmal, da muss sie auch fallen. Das hier, gell? Genau. Okay, fällt auch 50. Ja. Dann kannst du sie draußen lassen, noch kurz, für den Leerlaufcheck. Okay, Gashebel, Leerlauf, Drehzahl. Genau, ganz raus. Jo, und wenn's passt, schiebst du den einfach wieder rein. Ja. Und dann geht die Drehzahl wieder hoch. Ja, geht wieder um 50 hoch. Okay. Dann, Türen geschlossen, verriegelt, check. Ja, check. Der ist auch zu, oder? Der ist zu. Passt. Dann, Parkbremse lösen. Okay, dann vor dem Start Engine Run-Up, Checklist komplett. Okay, dann machen wir einmal kurz noch das Briefing vom Line-Up. Ja. Also wir starten auf der Piste 08 und klappen Take-Off Position. Yes. Rotation bei 55 Knoten, Steigflug mit 65 Knoten. Ja. Und wir steigen erstmal auf Platzrundenhöhe 2500 Fuß und verlassen dann Richtung Süden. Okay, Richtung Süden ist praktisch hier runter. Genau. Hier raus, ne? Also direkt Richtung Wacker und sowas. Ja. Ja, Emergency Briefing. Bei jeglicher Störung am Boden, Gas raus, abbremsen, Turm informieren. Bei schwerer Störung in der Luft, mit genügend Bahn zur Verfügung, versuchen wir wieder auf der Bahn zu landen, ne? Dann Gas raus, Nase runter landen. Okay. Und wenn wir wirklich einen Engine Failure haben, außerhalb des Platzes, Best Gliding Speed, 70 Knoten sichern. Aha. Landefeld voraus, 30 Grad Winkel. Und dann Red Items, das heißt im Prinzip Zündschalter aus, Brandhahn schließen, Türen kurz vor der Landung öffnen und wenn die Klappen gefahren sind, auch den Hauptschalter aus. Okay. Ja, das heißt einfach Red Items, die haben alle irgendwas Rotes, ne? Das ist rot, der Zündschlüssel ist auch rot. Okay. Smart, ich hab mir schon immer gedacht, wie man im Notfall sowas noch checkt, aber das macht Sinn, wenn das rot ist. Briefen ist... Versuch's kurz und knapp zu halten, die wichtigsten Daten. Ja. Nicht zu Tode briefen, das kannst du eh dann alles nicht mehr. Da würde man die Passagiere auch nochmal briefen, oder? Oder würde man das hier oben machen? Passagierbriefing machst du hier oben nochmal und dein Abflugbriefing machst du eigentlich immer. Ja. Okay. Okay, Briefing ist completed. Ja, okay, sehr gut. Dann vor dem Start Engine Run Checklist komplett. Dann rollen auf Startbahn. Line-Up Checklist. Machen wir die jetzt schon, oder? Die machen wir jetzt schon, ja. Okay. Line-Up ist ja eigentlich der Prozess, wenn du aufrollst. Die machen die immer am Roller halt schon. Dann Transponder auf Alt, oder? Genau. Dann Staurerheizung. Nach Bedarf. Brauchen wir nicht bei dem Wetter. Brauchen wir nicht, gell. Landelicht ein. Roger. Okay, Fuel Pump. Sollen wir die auch noch anmachen? Die ist an. Ah, ja, ist an. Die ist hier in der Checkliste drin. Genau. Wenn du sie hier vergessen hättest, dann die muss beim Starten anzeigen. Okay. Also gut, dass du dran denkst. Dann rollen auf Startup, Lineup, Checklist komplett. Wunderbar. Und damit ist deine Checkliste beendet. Okay. Sehr gut. Ja, das Starten gibt es eigentlich keine Checkliste. Genau, 55 Rotate und 65 Steiggeschwindigkeit. Genau. Genau. Versuch schon auf der Centerline zu bleiben. Ja. Denk ein bisschen an den P-Faktor. Ja. Echtes Ruder. Wir müssen noch funken. Ja. Soweit alles klar? Ja. Da ist noch Fragen. Nee, alles klar. Die Bremse ist jetzt heraus, gell? Ja. Okay. Nice. Ich hab auch keine. Ja, ich auch. Wird fett. Endlich. Delta Zulu Charlie, QNH 1013. Wir gehen über Echo zum Rollhalt 08 und machen einfach. Delta ist Hammer. Ja. Gut. Die Delta noch mal Whisky am Rollhalt Echo Plus 08. Bereit. Bitte Ende von Whisky, eine Maschine im rechten Queranflug. Ich würde noch empfehlen zu warten. Da sind 0909 Knoten 08. Delta Ende von Whisky, jetzt haben wir den Verkehr durch. Ja, wir warten noch als Nummer 2 dann. Okay. Yep. Dann. You have control. I have control. Und dann machen wir ein Line-Up. Ja, Anflugsektor ist frei. Und wir rollen mal auf. Brauchst gar nicht so viel, nicht gegen die Bremsen rollen. Versuch so viel mit dem Seitenruder zu rollen wie geht. Ja, du bist jetzt ziemlich rollst mit den Bremsen. Ja. Versuch die Kurve wirklich mit dem Seitenruder zu drücken. Kannst du, wenn dann nochmal Gas rausnehmen, wenn du merkst, du bist zu schnell. Genau. Gut.
Gut, let's okay. go. Dann, dann. Last check, runway identified. Runway is clear. Ja. Dann take off. Genau, und langsam Vollgas geben. Bis ganz vor. Schieb ruhig jetzt rein. Und Vollgas. Airspeed alive. Ja. Engine is good. Golf am Rollhalt Echo 58 abgereiht. Genau, und rotate. Schön sachte rotieren. Genau, jetzt ein bisschen nachlassen. Damit du Speed aufbaust. Der Box Golf startet. Okay. Und bleib noch am Gas, genau. Und merkst schon, ein bisschen kannst du Pitch verringern. Ah, jetzt hast du halt so 5 Grad Pitch ungefähr. Ja. Versuchst ja auch im Steilflug schon mit zu trimmen. Ja. Jetzt ein bisschen die Nase runter trimmen, dann tust du dich leichter. Sehr schön. Gut. Sehr gut, ja. So, jetzt sind wir 400 Fuß über Grund. Das heißt, wir machen die Fuel Pump aus. Ja. Die Flaps ab. Und das Landing Light off. Ja. Dann hast du hier jetzt diese Stromleitung zum Spannberg. Da geht's rechts rüber. Und einfach mal so Richtung Süden weg. Sehr schön, machst du gut. Danke. Hier siehst du auch immer gut, deswegen stelle ich mir die Runway ein. Da siehst du super, dass du jetzt 90 Grad dazu fliegst, ne? Weil viele, die reißen jetzt an, damit sie auf 65 kommen. Ja. Und dann dezelerieren sie aber bis 55. Ja. Und dann kommt wieder der Push. Und so kommst du immer in eine unruhige Pendelbewegung. Ja, dann verlierst du das wieder. Genau. Einfach schön steady. Und wenn du merkst, es passt nicht ganz, dann kann man mal Mühe nachkorrigieren. Ja. Sieht sehr gut aus. Ball ist in der Mitte. Das Zeitruder passt. Wir gehen mal noch nach links auf Heading 090. 090? Ja. Ah, und immer Standardkurve, da hast du jetzt deinen grünen Pfeil im Garmin. Ja. Das ist dein Standard-Turn. Denk dran, für eine Kurve brauchst du immer zwei Ruder. Immer Seitenruder, immer Querruder, wobei, wenn du so langsam bist, sehr dezentes Seitenruder. Ja. Das ist ja so geil. Ja. Sieht echt nice aus. So schön. Ja, voll. Right side is clear. Right side is clear. Und dann gehen wir rein. Ja, dann schaust du einfach, dass du ihn hier ein bisschen hochkriegst. Ja. Genau. Du machst wieder zwei Runden, also überschießt einmal übers Blaue und wir machen eine zweite Round. Okay. Alles klar, Chef. Ja, wunderbar, wenn du das machst. So, jetzt versuche ich mal meine 4000 zu halten. Oh. Ja, gelbe Spitze ein bisschen hoch. Da darf er schon was spüren, gell? Ja. Ah, und aus live. Was haben wir schon da? Bisschen zurück. Charlie Bravo, die müsste irgendwo rechts von uns sein. Okay, wir machen jetzt noch einen Stall zum Abschluss hinterher, wenn wir hier schon langsam sind. Ja. Dazu machen wir einmal die Carburetor Heat ein. Ja. Was du jetzt gleich merkst, ist, dass Energie rausgeht. Ja. Und wir haben drei Anzeichen für den Stall. Ja. Einmal Ende des weißen Speed-Bereichs. Ne? Also wenn die Nadel hier ist, dann hast du eigentlich einen Stall. Dann die Stall-Warning an sich. Und das Buffeting, das ist das hinten, wenn es so schüttelt. Ne? Wenn die Wirbel auf dein Leitwerk hinten drauf treffen. Ja. Beim ersten dieser drei Anzeichen leitest du den Stall aus. Ja. Zum Ausleiten. Kleiner Push. Ja. Ungefähr so auf minus 5 Grad, muss jetzt ja nicht aufs Grad schauen, aber dass du jetzt nicht in Sturzflug rüber gehst. Ja, okay. Ne? Push to relax, Vollgas, Carburetor Heat rein, Nase horizontal ziehen und wenn du über 55 Knoten bist,
Flaps Takeoff. Okay. Ja, und erst mit Flaps Takeoff steigen wir wieder raus. Weil mit vollen Klappen, du merkst es jetzt schon, wir haben fast Vollgas anliegen und haben Mühe, dass wir überhaupt die Höhe halten. Ja. Okay, also ich push runter. Push runter, gibst Vollgas, Carburetor Heat rein. Okay. Wenn du das gemacht hast, dann schon Nase Level ziehen. Okay. Klappe Takeoff und mit Klappe Takeoff erst einen Steigflug überführen. Okay. Wir probieren es einfach mal. Ja? Okay, ziehst du Gas auf 1400, 1500 und hältst einfach die Höhe. 1400. Wie kann man das alles merken? Das machen wir oft genug, Daniel. Ja. Das läuft schon. Okay, jetzt nochmal ein bisschen mehr ziehen. Okay, Stall, Push, Vollgas, Carburetor Heat und ja. Nase Level. Erst Level. Also erst Level. Und jetzt Flaps Takeoff ja. Und mit 65 steigen. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen Fahrt. Ja, im Grunde genommen eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Gut, dann drehen wir auf ein Heading links rum von 270. 270. Und sinken auf 2500 Fuß. Okay. Ja, und hier kannst du es wieder ganz gut üben. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel mal mit 90 Knoten fliegen willst, dann ziehst du jetzt die Pitch ein bisschen hoch. Ja. Stabilisierst sie auf 90. Trimmst es dir hin. Okay. So, dass der von allein ungefähr die 90 hält. Ja. Ah, und jetzt merkst du aber, wir sind irgendwie zu krass. Du willst bloß 600 Fuß Sinkrad oder 500 Fuß Sinkrad haben. Okay. Dann schiebst du jetzt einfach ein bisschen Gas rein. Ja, Gas rein. Und während du Gas reinschiebst, dann musst du natürlich dann auch ein bisschen die Nase hochziehen, damit die 90 bleiben. Ja. Und voilà, deine, okay, ja. Deine Sinkrate geht dann ein bisschen, ja, wird ein bisschen weniger. So hängt das zusammen, ne? Natürlich ist es nicht so abgehackt, ja. Okay, turn right heading 260. Turn right 260. Right side is clear. Right side is clear. Flugplatz ist wieder in Sicht. Ne? Jetzt können wir ein bisschen visual fliegen. Ja. Die Platzrunde, ihr geht quasi aus der Stadt so raus, über dieses ganz lange Waldstück da. Ja. Und wir versuchen jetzt damit 45 Grad reinzufliegen. Also jetzt kannst du noch ein Stück gerade fliegen. Ja. Jetzt hat erstmal eine... Erstmal gerade, genau. Ignorier ja. Mal das Heading. Und dann fliegen wir später nochmal ein kleines Stück 45 Grad in die Platzrunde rein. Okay. Wo ist denn der Platz nochmal genau? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, jetzt sieht man wieder sieht schlecht. Man nicht, links vor der Stadt. Da. Okay. Ah ja. Ich weiß nicht, ob du siehst, so ein leichter Asphaltstrip ja. Dahin. Ganz leicht sieht man es. Da bräuchten wir jetzt den Monitor. Ja, den stimmt. Schaffen wir auch so. Ja, ja. Siehst du die Stromleitung? Ab 12 Uhr? Ja. Da, wo die Stromleitung jetzt das große Waldstück schneidet. Ja. Den Punkt peilst du an. Okay. Und fliegen wir in 2.5, hast du eh schon. Fliegen wir da drauf zu. Level Flight ist bei dir 2100. Genau. Okay. In der Platzrunde 2000, weil da willst du nicht so schnell sein. Ja. Alright. So, jetzt drehst du quasi rechts mit. Ja, right side is clear. Und direkt rechts von mir, da würden jetzt die Flieger rauskommen. Hier wäre der Abflug, der Querabflug. Okay. Ja, also da immer gut schauen. Fuel pump on. Fuel pump on. Carburetor heat on. Carburetor on. Landing. Flaps takeoff. Flaps. Genau. Bisschen weniger Gas, 1500 und Landing Light on. Sind wir ein Flow, ne? Ja. Left to right. Okay, Landing Light on. Dann jetzt sind wir beim Waldstück, nochmal Gas deutlich raus. Ja. Yeah. Und dann nach rechts. Okay, rechts. In der Kurve fahren wir keine Klappen. Das heißt, erst wenn du straight bist, 70 Knoten. Ja. Maximum. Und dann Klappen full. Feldlinie von Whisky, rechter Querflug, 1408, full stop. Flaps full. Jo. Und 65 Knoten. Mach dich hier locker, ne? Und jetzt, jetzt kein Gas reinschieben, du bist noch hoch. Denk dran, erstmal die Pitch auf deine Speed.
Ja. Trimm auch mit. Mach dich hier easy. Ja. Ah, und jetzt schaust es dir an. Versuchst zu peilen. Ne? Jetzt weißt du, deine Speed passt ungefähr. Ja. Und dann schaust du, komme ich so hin mit der Power. Im Moment schaut's gut aus. Ja, wir sind eh noch recht hoch. Ja. Wir wollten hier 1800 haben. Ja. Wir sind jetzt noch leicht drüber, das heißt, du wartest mit Gas. Und erst wenn du das Gefühl hast, du musst jetzt hier die Pitch halten mit 65 und kommt nicht mehr hin, dann schießt du halt ein bisschen Gas nach. Okay, ja. Aber so wäre jetzt ein richtiger Anflugwinkel. Ja, ein bisschen hoch sind wir, nimm ein bisschen Gas raus. Okay. Nochmal ein klein bisschen weniger Gas. Okay. Aber wenn du jetzt Gas rausnimmst, dann nicht ziehen, sondern eher andersrum. Ne? Du musst ja die Speed sichern. Ja. Eher ein bisschen drücken. Und jetzt wieder Gas geben. Ja. Nochmal Gas geben. Nochmal Gas geben. Okay, und die Nase auf die Schwelle bringen. Das Gas reduzieren. Ja, so. Ja, nicht schaukeln. Ja. Auch Gas im Leerlauf. Jetzt runter. Bisschen abfangen. Halten. Ja. Okay. Na ja, gut, dann. Ja, ganz easy. Wir rollen bis zur nächsten. Ja. Vorne geht's dann nach links. Weil die Sonne knallt ganz schön. Ja, war halt richtig. Urlaub in Italien. Bist du braun? Ja. Schön wär's. Ja. Gas raus, dann machen wir die After Landing Items und Checkliste. Okay. Dann. Nach der Landung Checkliste, Landescheinwerfer aus. Dauerheizung. Ist aus. Ja? Die ist aus, ja. Vergaservorwärmung aus. Ja. Gebe ich rein. Transponder Standby. Landeklappen einfahren. Okay, Landeklappen eingefahren. Gashebel. Genau. Stimmung neutral. Ist eh neutral. Ja. Dann kann man wieder losrollen. Alles klar. Das Abstellen machen wir dann wirklich vor Ort. Ja. Dann stellst dich rechts über die rote Maschine. Rechts über die rote. Also jetzt ein bisschen nach links rüber und dann Park Position rein. Genau, schon wieder rechts. Genau, da siehst du die Park Positions, gell? Mit dem Hauptfahrwerk auf dem Querbalken. Ja, geht sich noch das ein aus bisschen rechts? Ja, ja, easy. Ganz noch ein bisschen vor. Und stopp. Gut. Okay. Lüften. Oh ja. Oh, geil. So, ich bin jetzt wieder zurück am Boden. War ein richtig schöner Flug. Wir waren jetzt, glaube ich, eineinhalb Stunden in der Luft. Leider sind die GoPros ein paar Mal ausgefallen. Das war leider nicht so schön. Da muss ich nochmal gucken, dass wir da eine bessere Lösung finden. Aber ich hoffe, dass trotzdem die schönsten Momente drauf sind. Die Landung war auch ganz schön. Ich glaube, da können wir überall noch auf jeden Fall was verbessern. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vergesst nicht, die Aviation Hero Community auszuchecken. Ist kostenlos, wie gesagt, und lohnt sich auf jeden Fall. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis bald, euer Daniel.